willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir tauchen heute gemeinsam ein in die Geschichte von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ich habe damals den Vorgänger gespielt auf der Xbox. Leider nur privat, gab es irgendwann mal umsonst. Crimes and Punishment hat mir sehr gut gefallen und da dachte ich mir, wieso eigentlich nicht? Spielen wir den neuesten Teil und ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr da draußen das Video bewerten würdet. Und wir legen jetzt los mit einem neuen Spiel. Also, bis gleich, Freunde. Oh, verzeihen Sie, störe ich Sie etwa? Nein. Kommen Sie doch rein, Mrs. Miss Alice de Bouvier. Ich bin die neue Nachbarin von Mr. Holmes. Oh, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich bin Dr. Watson. Können wir Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ach, nicht Sie braucht Hilfe, Watson. Ich... Um was geht es dann? Ah... Der Junge, der schniefend hinter ihr steht. Schicken Sie ihn weg. Aber er friert ja geradezu und ist ganz verstört. Was ist nur passiert? Der kleine Tom klopfte an der falschen Tür. Ach, um Himmels Willen. Armer Junge, komm rein, wärm dich beim Feuer auf. Kann ich Ihnen Tee anbieten, Miss de Bouvier? Nun, ich... Ist ja nicht so, dass wir, Sie wissen schon, wen stören. Ich denke nicht. Da Sie nebenan wohnen, sollten Sie vielleicht besser wissen, wie er so ist. Ich mache mir langsam Sorgen. Nun, Mr. Holmes leidet an einer Krankheit, die immer dann aufflammt, wenn er nichts zu tun hat. Dann wird er richtig gehend asozial. Und, naja, es ist eine schwierige, unheilbare Krankheit. Die Sache muss unbedingt unter uns bleiben. Natürlich, ich verstehe. Wie traurig. Eine vorübergehende Linderung gibt es aber für ihn, durch spannende Fälle. Wenn er diesen hier ablehnt, wird sich sein Zustand sicher verschlechtern. Ich bin noch hier. Ich bin nicht aus dem Fenster gefallen. Also gut, dann. Vielen Dank, Miss. Na gut, wie es scheint, ich habe keine andere Wahl. Warum bist du hier, Junge? Wir schauen mal. Okay, jetzt kommen meine mächtigen Sherlock-Sinne zum Einsatz und wir müssen den kleinen Jungen hier analysieren. Wir sehen, seine Augen sind gerötet. Mal sehen, was dahinter steckt. Gerötete Augen, Bindehautentzündung oder hat kürzlich geweint. Ich bin kein Mediziner, aber ich würde behaupten, das hier ist keine Bindehautentzündung. Deswegen nehmen wir mal hat kürzlich geweint. Denn wir wissen ja, der Junge hat Probleme, sonst wäre er nicht hier bei uns. Was haben wir hier? Irgendwelche Streifen an der Haut? Blasse Haut, Mangelernährung. Okay, hier können wir nichts wählen. Das scheint irgendwie Fakt zu sein. Der junge Mann hier, der heißt Tom und ist 8 Jahre alt. 1887, das bedeutet, wir haben jetzt entweder 1895 oder 1896 am 3. Oktober. Also wissen wir ungefähr, in welchem Jahr wir uns befinden. Dann hier drüben. Fürsorgliche Eltern. Der Flick auf seiner Weste. Wo können wir hier als nächstes hin?
Was haben wir hier Schönes? London. Eine Karte von London. Kann eine Karte lesen und verwenden. Der Junge scheint also gar nicht mal so ungebildet zu sein. Und hier drüben die Hand. Was könnte hier mit der Hand nicht stimmen? Arm deformiert. Fehlbildung, Verletzung. Eine Verletzung kann ich hier nicht erkennen, aber auch keine richtige Fehlbildung. Wir nehmen trotzdem hier mal die Fehlbildung. Analysieren. Okay, Tom ist 8 Jahre alt. Seine Kleidung ist abgetragen und mehrfach sorgfältig geflickt. Toms Eltern sorgen gut für sein Wohlergehen. Seine blasse Haut lässt vermuten, dass er unter Mangelernährung leidet. Er sieht traurig aus und... Ah, Moment, wie kann ich hier durchwechseln? Hat gerötete Augen. Er hat vor kurzem geweint. Toms Fehlbildung könnte auf eine mangelhafte Ernährung seiner Mutter während der Schwangerschaft zurückgehen. Jetzt wissen wir ein bisschen was über den jungen Mann und wir fragen mal, warum bist du hier? Nun sag, Junge, was führt dich hierher? Mein Vater, Sir. Er ist verschwunden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sein Name? Wie ist sein Name? George Hurst, Sir. Verschwunden? Was genau meinst du damit? Verschwunden also. Was sagt die Polizei? Die glauben mir nicht. Sie sagen, dass er einfach abgehauen ist. Aber das stimmt nicht. Okay, jetzt können wir hier reagieren. Fürsorgliche Eltern, Mangelernährung, 8 Jahre alt. Nur weil der Junge eine Mangelernährung hat, heißt es nicht, dass die Eltern schlecht sind. Denn damals war es schwierig, satt zu werden, nicht so wie heute. Deswegen gehen wir mal auf diesen Punkt ein. Klar, deine Kleidung ist gut geflickt und du kannst lesen. Deine Eltern mögen arm sein, aber sie lieben dich. Ja, aber es gibt nur noch uns beide. Meine Mutter starb, als ich noch klein war. Umso mehr ein Grund, nicht einfach abzuhauen. Dein Vater dürfte kein verantwortungsloser Mensch sein. Er ist sehr gut zu dir. Das stimmt, aber er hat keine feste Stelle. Deswegen arbeitet er oft als Tagelöhner, weil er sonst nichts finden kann. Nur diesmal... ist er nicht zurückgekommen. Okay, seine Mutter ist tot. Und wenn der Vater arbeiten geht und trotzdem hier noch alles macht, das ist wirklich eine große Leistung. Ich denke, da hatten wir den richtigen Riecher. Wann genau hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Vor 3 Wochen. Er hatte einen neuen Job angenommen. Aber diesmal war er seltsam und wütend. Seltsam? Inwiefern? Seltsam? Inwiefern? Er sagte, ich habe einen besonderen Job angenommen. Wage es nicht, hier wegzugehen. Ihm muss etwas zugestoßen sein. 3 Wochen, eine lange Zeit. Vor 3 Wochen, das ist eine lange Zeit. Jeden Tag dachte ich, heute kommt er zurück. Und überhaupt, ich komme schon alleine klar. Okay, der Junge ist 8 Jahre alt. Mit 8 Jahren kommt man da wirklich alleine klar? Die Mangelernährung. Wir nehmen das Alter hier. Wie konntest du nur? Du und dein Vater schweben in Gefahr. Du hättest viel früher zu mir kommen müssen. Ich hatte Angst. Ich habe keine Familie. Und ich kann sonst nirgends hin. Wenn unser Vermieter merkt, dass mein Vater weg ist, wirft er mich aus der Wohnung. Tom, du warst sehr umsichtig. Wir bewahren Stillschweigen. Wenn doch nur meine Mutter hier wäre. Na dann, legen wir los. Gut. Wie lautet eure Adresse, Tom? 12 Dorset Street. 1. Stock. Tür E. In Whitechapel, Sir. Aber ich habe kein Geld, um sie zu bezahlen. Wer redet denn von Geld? Dein Fall scheint die Medizin zu sein, die ich brauche. Ich werde dich dort treffen. Oh, vielen Dank, Sir. Ja, ich bin einfach ein guter Mensch. Ein verdammt guter Mensch. Was haben wir hier Schönes? Was können wir hier tun? Okay, hier gehen wir raus. Ah, hier kann ich mein Buch öffnen. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen.
Okay, die ganze Wohnung hier besteht aus Archiv. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Das ist gut, Sherlock. Das ist sehr, sehr gut. Brava, Toby. Die beste Spürnase im Königreich. Watson? Armes Kind. Holmes, Sie sollten ihm helfen. Naja, ich bin ja dran, oder? Also ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, nö, mach ich nicht. Mein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit. Okay, wir gehen mal hier drüben hin. Ich glaube, hier geht's in ein Nebenzimmer rein. Yep. Ach, die ganze Verkleidung. Ey, das ist ja cool. Was wir hier alles machen können. Eine Melone. Aber ich finde den Zylinder am besten. Eine Brille? Keine Brille. Abraham Lincoln. Ich nehme mir ein Bart. Ja, ich nehme mir ein Bart. Zum Kleiderschrank? Ah, guck mal hier. Festlich, Arzt, Bandit, Seelensorger. Wir nehmen das hier, meine Ausgehkleidung. Elegant wie immer, Mr. Holmes. Elegant wie immer. Obwohl, der Bart stört mich ein bisschen. Ich rasiere mich. Sherlock hätte keinen Bart. Alles klar, jetzt ist es perfekt. Was können wir hier noch so tun? Gar nichts. Gut, meine Freunde, wir haben einen Fall zu lösen. Der Junge braucht unsere Hilfe. Die Polizei ist unfähig. Wenn nicht wir, wer dann? Noch ein Nebenzimmer. Was können wir hier tun? Die Schreibmaschine? Watson schreibt damit über unsere Abenteuer. Der gute Watson. Eine Karte von London und Umgebung. Könnte nützlich werden. Nehmen wir sie mit. Brechen wir auf. Wir brechen auf. Denn hier geht es definitiv nach unten und raus. Können wir hierhin die Nachbarn besuchen? Mrs. Bouvier? Wir scheint nicht. Noch nicht. Ah, London. Welch wunderschöner Tag. Ich müsste nur wissen, wo genau spazieren wir nun hin. Haben wir eine Karte? Der Pawnshop. Ich nehme eine Droschke. Hier drüben ist eine. Und wie es scheint, können wir mit dem Gentleman reden. Ah, hier. Whitechapel. Und schon bin ich genau da, wo ich hin wollte. Also, die Dorset Street. Haus Nummer 12. 13. Und hier drüben sehen wir die 12. Okay, wir können einfach reingehen. Was hat der Junge gesagt? Wohnung Nummer E. Ich denke mal, im ersten Obergeschoss sollten wir E finden. Ja, eine ganz schön heruntergekommene Gegend. Aber wir sind ja auch in Whitechapel. Junge? Hier leben wir, Mr. Holmes. Wow. Sehr, sehr ärmlich. Da tropft es immer. Vater hat das früher repariert. Okay, von woher kommt das Wasser, Junge? Doch nicht oben von der Toilette. Bitte finden Sie meinen Vater. Ich gebe mein Bestes. The Strand Magazin. Ah, deshalb bist du also zu mir gekommen. Ah.
Okay, wir schauen uns ganz genau um. Was haben wir hier? Ein Bild. Wahrscheinlich die Mutter. Meine Mutter. Sie starb, als ich sehr klein war. Vater erzählte immer von ihr. Das ist alles, was ich von ihr habe. Das tut mir leid, Tom. Auch ich war klein, als meine Mutter fortging. Hurst hat seine Rechnungen im Voraus bezahlt und so für eine gewisse Sicherheit für Tom gesorgt. Okay, die Rechnung nehmen wir mit. Vielleicht gar nicht mal so dumm. Später bekomme ich bestimmt irgendwelche Informationen davon. Da köchelt eine Bauernsuppe vor sich hin. Ein einfaches Essen für einfache Menschen in schwierigen Zeiten, würde ich sagen. Der Junge hat's wirklich drauf. Sogar einen ganzen Kürbis. Und noch einen Kürbis. Kürbissuppe. Dazu muss man sagen, Kürbissuppe ist gar nicht mal so schlecht. Können wir hier nach oben gehen? Wir können. Dann schauen wir uns mal oben um. Ganz schön dunkel hier oben. Was bist du? Zu dunkel. Ich kann nichts erkennen. Das bedeutet, wir brauchen Licht. Hier drüben hätten wir Feuer. Ah, natürlich. Wir können uns konzentrieren und mit den übersinnlichen Sherlock-Sinn können wir Dinge sehen, die ein normaler Mensch nicht sehen kann. Hoffentlich finden Sie meinen Vater. Ich bin dran, Junge. Ich bin dran. Wir gehen nochmal hier nach oben und verwenden die krassen Sinne. Geht das hier? Das geht nicht. Schade, ich dachte, sowas würde gehen. Zu dunkel. Ich kann nichts erkennen. Ich dachte, wir können wie die Katze in der Dunkelheit auf einmal sehen. Zu dunkel hier oben. Was haben wir hier? Hier ist doch irgendwas zerbrochen. Ob das irgendeine Bedeutung hat? Also an seiner Stelle hätte ich mir einfach hier so ein Stück Holz genommen, es in den Kamin gehalten, angezündet und ab geht's. Und schon steht die Beleuchtung. Oder nimm doch das hier mit. Das wäre doch irgendwie logisch, sowas mitzunehmen. Oder liege ich da komplett falsch? Okay, da oben bin ich noch nicht fertig. Ich würde einfach hier die Laterne mitnehmen. Problem gelöst. Sonst irgendwelche Infos können wir darin rumblättern. Ah! Wir konnten noch mehr sehen. Okay, Problem gelöst. Denn normalerweise werden die Punkte ja immer gelb. Gelb. Grün. Und jetzt können wir hier hin. Perfekt. Was haben wir hier? Eine Tasche. Sieht nobel aus. Eine Ledertasche. Mal sehen. Ein Brief. Hallo George. Besondere Jobs anbietet. Aber wirklich viele Infos können wir hier nicht gewinnen. Von einem Typen in dem Pub. Wir müssen den Pub finden. Zumindest eine Spur. Nur ein paar alte Dinge. Woher willst du das wissen? Woher willst du das wissen? Ach ja, richtig, deine übersinnlichen Sinne. Okay, Junge, was weißt du über den Pub? Bitte finden Sie meinen Vater. Ich brauche mehr Infos über den Pub. Was haben wir hier? Moment, hier drüben war noch was. Das Essen wird wohl knapp. George Hurst ist bereits seit 3 Wochen verschwunden. Das Essen wird knapp, das stimmt.
ob wir ihn hier so alleine zurücklassen können. Er tut mir wirklich verdammt leid. Ah! Ein Stück Papier. Okay, hier haben wir den Pub. Und wo wir uns finden. Das Old Tabard Pub in der North Street. Gut. Tag, Mr. Holmes. Sieh an, der junge Wiggins. Und du hast sogar eine Arbeit gefunden. Wenn man das so nennen kann. Ich hasse es. Aber wenn Sie richtige Arbeit für mich haben. Ich könnte später in der Tat deine Hilfe brauchen. Warte hier. Zu Ihren Diensten, Mr. Holmes. Und hier drüben haben wir den Pub. Na also, das läuft doch. Das läuft doch wie am Schnürchen. Dann gehen wir mal hinein. Ich muss mich umhören, um zu erfahren, wer den besonderen Job anbietet. Den besonderen Job? Na, Bruder? Ey, yo, Barkeeper. Es reicht, nieder mit... Also, eine neue Location, der Old Tabard Pub. Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Ach, wir lauschen. Wir fragen gar nicht. Wir lauschen einfach. Oh, 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 oh. Minispiel, Minispiel, Minispiel. Ey, das ist gar nicht so leicht. Kann man die irgendwie festhalten? Ich fühle mich wie besoffen. Jetzt, 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 jetzt. Oh, ist das schwierig. Ist echt schwierig. Komm schon, ich will lauschen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, das gibt's doch nicht. Nee, nee, nee. Der Kerl, der hier besondere Jobs anbietet, der trinkt keinen Alkohol. Eine neue Info. Der Kerl, der hier besondere Jobs anbietet, der trinkt keinen Alkohol. Good to know. Total unauffällig. Mega unauffällig. Und schon wieder das Ganze. Oh Gott. Wer tut mir sowas an? Dieses schreckliche Minispiel. Ich fühle mich wie betrunken. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt, 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 jetzt. Ja, hier. Bleibt im Rahmen. Der Mann mit dem besonderen Job. Der hat einen prächtigen Backenbart, würde ich sagen. Der Backenbartmann. Und den Trip nochmal durchleben. Wow, 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 wow. Komm, komm, komm. Gleichheit für die Arbeiterklasse. Ich bin mein eigener Chef. Ich kann mich nur bei mir selbst über mich beschweren. Oder bei Watson. Der Gesuchte hat also einen Backenbart und trinkt keinen Alkohol. Backenbart, kein Alkohol. Kein Backenbart, kein Backenbart. Ich wette, der hier drüben. Na, Mr. Backenbart? Die Kinderarbeitsgesetze haben eure Kinder zur Schule statt ins Bergwerk geschickt. Okay, können wir den irgendwie belauschen? Er hat den Backenbart. Was sehen wir hier? Analyse wieder. Ein rotes Ohr. Backenbart. Rotes Ohr. Kein Alkohol. Getränk, Wasser. Analyse abgeschlossen, bestätigt. Wie das so eine Maschine. Muss der Mann sein, den ich suche. Wie so ein Terminator. Beobachten. Wie lange sitzen wir hier? 20 Stunden später. Oder 30 Minuten.
Vermisstenanzeige. Ich sollte mehr herausfinden.